Herzlich willkommen beim weiteren DayZ Tagebucheintrag. Bei Mev läuft das bereits schon. Das ja, ist, das guten Tag. Das liegt daran, dass wir asynchron aufnehmen. Ja, das ist, so ist das. So ist das. So ist das, nicht anders. Genau. Und der Halunke und ich, wir sind... Oh, hier kommt einer. Aufpassen. Oh, einer hatte ich gesehen, glaube ich. Nee, ich glaube dich, weil der rannte nee. Schon. Nee, komm, weg, ey, weg. Ich lauf. Das sinnvoll ist. Da unten kommen. Da unten rennen voll viele komische Zombies, da ist ein Überlebender. Ja, dann seid mal ganz gemein oder ganz lieb. Sucht euch das aus. Ich bin ja gemein, wie heißt denn der? Ich wäre ja für lieb. Josa. Soll ich ihn mehr packen? Ja, bevor er uns gleich packt. Hab ihn. Josa. Oh, guck mal, der wird gefressen. Alter, lass uns da abhauen. Ja. Oh. Du lockst hier gerade was an. Ja, ich renne. Aber eigentlich müssten wir Josa nochmal ausrauben und gucken, was er hatte. Weil ich glaube, der hat einen Sniper. Wo rennst du denn hin? Ich renne gerade noch gebrochen, du musst mir helfen. Warte, ich komme. So, jetzt bin ich hier irgendwo. Wo bist du? Wo bist du? Ja, da wo wir los sind. Für die Leute vom Annex, die das jetzt gucken, wir wollen uns in Sonnenschi treffen. Und da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ich muss ja immer vom Map gucken. Ich muss erstmal ganz kurz weg. Ich muss ganz kurz weg. Ah. Ja, ich versuche gerade in den Supermarkt zu krabbeln. Mach mal. Ich habe gerade irgendwie gar kein Morphin in der Tasche. Ich habe Morphin. Es sind zu viele hinter mir. Ich muss mich auch irgendwo erstmal... Oh, es kommen noch mehr. Komm, krabbel einfach und ich schieße mit der Knarre weg. Die schön leise. Ich blute aber gerade nicht, das ist das Gute. Versuche einfach weiterzukommen, ohne dass die dich schlagen. Müsste bei den Three Valleys sein. Okay, du kommst, gut. Komm hier rein. Hinter dir aber auch, ne? Dann mach du die hinter mir. Mhm. Ist denn eigentlich so nicht viel los? Ja, gerade schon. Ich treff gar nichts, weil ich irgendwie in den Boden schieße. Ich kann gerade hinter dir nicht frei halten. Oh, der eine ist durch die Fleischerbar. Ey, die M19 ist zu laut, glaube ich. Ganz gleich. Ich werde von irgendwas angefallen. Ich liege immer halb so im Boden drin. Da ist ein Spieler. Okay, pass auf, ich komme jetzt und helfe dir erstmal. Da ist noch ein Zombie. Warte. Lass den erstmal da kurz humpeln. Nicht Morphin verabreichen. Aha, da lockt die ganzen Zombies weg. So muss das. Perfekt, der lockt doch woanders lang. Okay, alles klar, Digga. Danke. Alter. Fette Aktion, oder? Ja. So. Ich renne jetzt mal weiter. Ich hab wieder diesen Grafen. Gib mir direkt mal eine Blutkonserve. Soll ich dir geben? Ja. Okay, kannst warte. Von mir wieder haben. Ja, warte. Ich muss die ganz kurz nur aus meinem Kommt Rucksack einer rein. Raus. Warte, ich mach den alle. Ja, mach du den mal. Ich brauch die sogar, weil irgendwie habe ich... Scheiße, die ist in meinem Rucksack oben auf dem Dach. Hm. Oh, fuck. Ja, warte, ich leg eine hier hin. Fuck. Hast du sie drin vergessen oder was? Das ist scheiße, Im ne? Rucksack, ja. Hier, nimm die auf. Erst leerräumen. Nicht mehr zu lange hier bleiben, wie gesagt. Ja, unbedingt weg hier. Weil der tauscht das nicht einfach aus, weißt du, die Inhalte. Das ist nicht auch ein bisschen doof. Blutfusion legen. Alte Scheiße, aber das ist ja schon mal ein geiler Einstieg, ey. Keine 6 Minuten und hier... Ey, da vorne liegt eine Blutkonserve, siehst du die? Ja, ich habe gerade noch eine hingelegt für dich. Okay, warte, dann sag ich die auch noch schnell an. Wenn ich gleich komme und jemand sieht mich und also einer von euch und schießt auf mich, ne, dann gibt's Haube. Also ich habe schon 85 Zombie-Kills. Ich 70 und einen Mörder-Kill. Ich habe auch einen. So, dann lass uns mal den wir gerade so nett gelegt haben, gehen wir hinten raus, oder? Ja. Oh. Ich bin vorsichtig. Vielleicht hatte der auch Freunde. War schon so viel Action heute. War gut los was heute? Ja. Bam. Und danach Vollgas. Lass uns hinten hier runter irgendwie.
Ein bisschen, weißt du, so außenrum. Er liegt leider sehr offen, ne? So. Ich hab nicht vergessen, den Mund zuzumachen, damit das nicht so schill aussieht. Da sind zwei Zombies. Ja, ihr müsst mal wenn von Namen ausschalten, mit der Pistole oder mit der Axt. Ich leg meine Enfield weg. So, wo seid ihr denn, Solnitschny? Wir sind beim Supermarkt. In Berezino sind wir. Genau, Berezino, und wir sind im Supermarkt. Oh nee! Oh doch! Ich bin hier runtergefallen. So, komm, ich gehe jetzt ran, du gibst mir Rückendeckung für den Fall, dass er ausrast. Oh, Matt wurde getötet. Boah, nee, ey. Ja. Könnt ihr vielleicht meine Leicheklamotten aussammeln? Wir sind gerade noch den wir getötet haben. Das war den jetzt gerade mal ausrauben. Du bist nicht, wo ich Sachen von dir hinstecken soll, das ist das Problem. Ja, oder wartet so lange da, bis ich dann komme. Ja, wir könnten nach Solnitschny gleich... Komm, Alter, es ruft schon wieder einer an. Jetzt gehe ich aber nicht dran. Den drücke ich jetzt weg. Ton. So. Tut mir leid. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Yes, erledigt. Sauber. Okay, der hat DMR-Munition. Der hat eine M14AIM. Ein Kanister bei sich. Alter, hier, die brauche ich unbedingt. Alles hatte ich schon wieder. Okay, boah, okay. Die M14, geil. Karte, Kompass, aber, M19. Aber er hat keine Munition dafür, ne? Nee, hat er nicht. Aber er hat noch was zu futtern. Ich öffne mal mein Bag und nehme noch mal was zu essen mit. Nicht, dass es irgendwann heißt, wir haben nichts zu fressen. Der hat aber auch eine Karte und ein Jagdmesser und so ein Scheiß, ne? Mhm. Warte mal, Jagdmesser brauche ich nicht. Ne, habe ich. Okay, wir sollten langsam hier verschwinden. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung Solnitschny oder was? Ja. Wartet mal, kann ja jetzt gar nicht. Ach doch, kann ich doch. Das war, wenn ich Lust drauf hab, das war. Wir sind hier sau offen. Da, wo die Berge waren, Bagui. Ach, eine andere Waffe hatte der jetzt nicht, ne? Das heißt, ich könnte mir meine Enfield wiederholen, weil die hier macht ja keinen Sinn. Ja, das ist keine Munition für da. Deswegen ist er vielleicht auch gelaufen. Ey, doch, ich habe Munition dafür. Ich habe sie genommen. Warte mal. Für mich liegt die hier noch. Ich habe die gerade genommen, warte mal. 20 Schuss, Alter. 20 Schuss Sniper, was geht ab, Alter? Yeah! Komm, lass uns verschwinden, ey. Okay, oh, Jungs. Wo wollen wir denn hin? Da vorne kommt ein Hoppler. Ja, ich habe wieder kaum noch 1911er Munition, eben alles wieder verballert, ey. Wir können ja da noch durch die Scheunen. Ja, dann finden wir noch irgendwas und dann in Richtung soll nicht. Aber ich glaube, also es ist kein richtiges Sniper, es ist nur Rotpunktvisier drauf, ne? Ja, das habe ich ja auch. Aber ich zitter wieder, ich brauche gleich Painkiller. Wo bist du denn in Solnitschny gestorben? Bei den Bergen, das war Gori. Ein bisschen unten drunter unter dem Schriftzeichen. Solnitschny. Oh, ich brauche erstmal Painkiller, ich bin viel zu heftig unterwegs. Hallo. 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 Hey. So, wollte der Ponne heute nicht auch noch kommen, fällt mir gerade so ein. Moin, moin. Weiß ich nicht. Wer ruft denn hier gerade moin, moin? Hast du gerade auf mich geschossen? Ich, Basti. Hä, wer redet denn da? Ich. Wer ist ich? Ich ist voll leise. Ich ist mega ja, leise. Voll. So, jetzt besser? Ja. Wer bist du, ich? Wer bist du? Alter! Du bist so geil, ey. Ist das Battle Basti oder was? Ja, klar. Ah, Battle Basti. Ah, ich bin hohl. Ich komme das Zelt. Ich gehe ins Zelt, Mann. Mach das. So viel Alter, schneller. Du bist so hohl, Alter, so hohl. Was, wer bist du denn?
Leute, könnt ihr euch mal ein bisschen zurückhalten hier mit diesen intimen Gesprächen? Wir nehmen hier immerhin ein Video auf. Ach, ihr nehmt auf, Ralf. Natürlich, du Pansen. Ja, das musst du schon mal vorher sagen. Alter, das muss doch ja auch klar sein. Dann benimmt man sie auch, ne? Nein, da wäre ich noch ausfallender. Ja, so wie Ponne gestern. Ich glaube, der hat einen 12-Sekunden-Rülpser vom Stapel gelassen. Das war auch total seriös. Deine Mutter riecht nach Kochsalz. Hey? Ja. Was war denn da drin? Ah, oh, nur Krempel. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Nach Solnitschi, ja? Also wieder Uptown Girl. Uptown Girl. Aber nicht so an der Küste, wieder hoch in den Wald, ne? Müssen wir. Das ist sicherer. Frage ist nur, von wo am besten? Ich würde ja gerne mal diese Knarre hier ausprobieren, die ich hier habe, ne? Aber ich weiß nicht, wie laut die ist. Wenn wir irgendwo mehr verdeckt sind, kann ich kurz mal einschätzen, wie laut die ist. Okay. Da hat schon wieder einer versucht zu rülpsen. Wie jämmerlich. Jämmerlich, Basti. Also der andere Basti, nicht Halunke. Oh. So, hier, komm, lass uns rechts hoch in den Wald. Hier vorne ist ein Tier. Wollen wir das noch schnell töten? Ich hab gar keinen Platz, das mitzunehmen, aber machen wir. Nee, warte. Das ist eine gute Sache. Erstmal gucken, wie viel Platz da ist. Ich habe dreimal Platz im Inventar und im Rucksack kann ich gerade nicht sehen. Ja, wir teilen ja nur 4 Fleisch ab. Rucksack kann ich auch gerade nicht sehen. Ja, das ist auch so assi, wir, ne? Wir sollten auch mal überlegen, ob wir jetzt mein Zelt aufstellen. Ich will es nicht ewig mit mir rumschleppen. Es verbraucht auch Platz. Ja. Das wäre eine gute Idee. Die Frage ist nur, wo? Wollen wir das wirklich töten? Wunderbar. Okay. Oh, hier. Auf Deutsch. Tier ausweiden. Na klar. Verdammt, wo ist mein Gewehr? Kehr, Jungs, ey. Ah, hier. Verschwunden. Hohes Fleisch nehmen. 5 Stücke hat das Schaf. User joined your channel. Kann doch nicht angehen. Hi, Kev. Hi, Perry. Hallo. Wollen wir gleich mal runtergehen, oder? Ja. User left your channel. User left your channel. So, ich habe alles eingesteckt. Jetzt. So. Ja. So, dann lass uns irgendwo ein Feuerchen machen, was braten. Mein Rucksack ist voll. Mein erst im Wald, oder? Warte. Eins ist wichtig. Unsere Spuren dürfen nicht... So. Alles klar, okay, weiter. Dann lass uns jetzt irgendwie erstmal verschwinden von der Küste. Im Schatten der Bäume. Jedes Mal, wenn ich mich zurückziehen wollte, ist aber immer was Schlimmes passiert. Erinnerst du dich? Da ist jemand am Zelt. Ah, ich bin tot. Joe sah auch schon wieder. Ja, aber warum sehen wir nicht, dass Mav tot ist? Nee, Mav, genau, wir sehen noch nicht, ja, dass ich tot bin. Ja, hier läuft noch eine Sanduhr ab. Ich kann auch gerettet werden. Ach so, das ist nur bewusst. Oh, ich hab Sound. Hörst du mich? Im Spiel? Nö. Ah, ist das schon wieder deaktiviert? Das hasse ich. Probier ich nochmal? Hallo. Nee, kommt nicht. Guck mal auf mein Gesicht, ob sich der Mund bewegt. Hallo. Hallo. Nee. Nee, hier nicht. Blöd, warum die das deaktivieren? Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht weil es so viel Traffic verbraucht. Was kostet eigentlich so ein Dayset-Server? Okay. 1 Euro pro Slot ungefähr. Im Monat? Und man muss aber mindestens einen 40er-Slot-Server haben, ne? Ja. Ja, und das ist doch schon mal Kacke. Ich hätte ja gern einen. Also ich find's fürs Spiel aber auch sinnvoll, wenn es nur 40er Server gibt und größer halt. Ja, aber warum kein 20er Server? Ja, weil das langweilig ist. Na klar, zum Spielen ist es letztendlich gut, weil du halt nicht so viel gestört wirst von anderen Spielern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade jemanden gesehen habe. Aber so
Da pinkelt ein Hund auf meiner Terrasse auf dem Baum. Was? Ich habe eine offene Terrasse, da kann jeder drauf. Zur Straße hin, und da kam ein Hund, ein Nachbarhund raus, schnüffelt da ein bisschen, nimm meine Terrasse auf dem Baum und pinkelt da hin. Hat ein frecher Hund, ey. Ja, ohne Kopf, ne? Schwein, Robin! Ja. Immer wieder gut. Immer. Perfekt. Hast du auch das Ganze? Den großen Plan, was wir jetzt machen? Mal herhören, ich hab ne Idee. Was denn? Wir überfallen die Schwachen und Krüppel. Wunderbar. Ich liebe das. Vielleicht war es auch wieder nur dein Name, der da eingeblendet wurde, und deswegen habe ich mich so verjagt, weil ich sehe auch keinen. Ja. Ich habe ja ein GPS, ich kann gleich mal ganz genau dann unsere Position, weiß ich dann. Die ich dann natürlich später im Video verdecken werde. Mich würde mal interessieren, wie das abgelaufen wäre, wo wir auf dem Krankenhaus waren und der die Leiter hochgekommen ist. Ja. Wenn wir auf dem Server keine Name-Tags hätten, dann hätte ich den für dich gehalten. Ja, und ich habe den ja... Wären wir auf einmal zu dritt gewesen auf dem Dach. Na, ich habe ja schon das erste Mal gleich auf den geschossen, weil ich ja dachte, du wärst das. Nee, ist Quatsch. Wie lange bleibst du in der Leiche da liegen? Das ist unterschiedlich. Ponne! Hallo. Was ist dein Einsatz? Moment mal, hier noch irgendjemand voll abgeschmatzt. Ah, das war das Falsche. Das war das Falsche. Hast du gerade auf mich geschossen? Aus Versehen, du musstest mich ja nicht gleich töten. Das ist ein Klassiker. Oh, hier ein Wildschwein. Aber das ist ein... Bitte nochmal. Hast du gerade auf mich geschossen? Aus Versehen, du musstest mich ja nicht gleich töten. Das ist gar nicht mal so übel. Das ist ein Klassiker, Partner. Das ist ein Klassiker. Das ist gut. Das ist super. Na, seid ihr erfolgreich? Ja, absolut, ey. Wir haben zwei Leute getötet, die wir für uns gehalten haben. Ich habe heute Mittag den Markus getötet. Auch total erfolgreich. Hast du gerade auf mich geschossen? So, Alunke, mach mal Feuer. Hier. Ich mach Feuer? Okay. Aber muss ich irgendwas ablegen, glaube ich. Was geh mal hin. Nämlich das und... Wir müssen dann noch eine Stelle finden, was wir da mit Koordinaten uns markieren fürs Zelt, ne? Ja. Was machen wir dann auf dem Server hier, oder was? Würde ich sagen, der ist doch cool. Der läuft Titte. Und zweitens, ja, der läuft Titte. Und drittens, läuft Titte. Er läuft extrem Titte. Bitte. Hast du eigentlich eine Wasserflasche oder zwei? Ich habe eine. Oh, Ponne, bei dir sind wieder die Boxen zu laut. Das ewige Problem, du kennst es. Kannst du eigentlich die hier haben, die hier liegt? Jetzt vielleicht? Ich glaube, jetzt ist es gut. Fleisch zubereiten. Ich brauche doch keine zweite. Ja, aber ich habe gerade drei. Ach so. Ja, aber jetzt ist mein Rucksack damit im Futter voll. Ja, gibt's auch mir sicherlich auch was ab, oder? Nee. Ja, könnte ich machen. Also ein Stück Fleisch habe ich hier noch. Fertiges? Ja. Ich gebe dir mal was in den Rucksack, ne? Wenn das jetzt... Ist das jetzt dann richtig, wenn ich jetzt so... Und dann... Zack, zack. Guck mal... Ah ne, jetzt habe ich sie wieder auf den Boden gelegt. War es ja egal. Liegen hier direkt neben der Flasche. Ja. Dann nimmst du die Flasche dann jetzt? Ja, kann ich einsacken. Welcher Server bitte? So, ich sehe das Fleisch nicht. Der Server ist LU42. Findest du aber besser unter dem Namen Klärwerk. Ja, ich glaube, ich hatte nicht gefunden, weil ich halt Pontus Server Ostbinden gemacht habe. Aber kommst relativ schnell drauf. Hier fliegen andauernd irgendwelche wieder runter. Also irgendwelche haben hier echt Probleme. Was ich auch gut finde. Ja, jetzt ist er gerade voll. Ja, probier's ein paar Mal. So, ich habe jetzt insgesamt in meinem Rucksack dreimal Fleisch. Leg noch die Wasserflasche. Nehme ich auch gleich. Kleinen Moment.
Jetzt sehe ich schon wieder nicht, wo ist denn da ist die Flasche. Dann kann ich den Rucksack besser öffnen. Das ist total doof, dass man... So, wenn ich jetzt hier... Rotpunktvisier ist eigentlich ziemlich geil. Ja. Was hast du gefunden? Ja, haben wir beide gerade. Ja, haben wir beide gerade, Alter. Oh, jetzt bin ich mal neidisch. Das hoffe ich doch. Und wir haben ein Zelt. Wir haben ein Zelt. Wo hast du das gefunden? Erzähl. Im Supermarkt. Was? So. In welchem Supermarkt? Ist das nicht variabel? Ich glaube nicht, dass ihr jetzt da nochmal ein Zelt findet, oder? Nee, die können letztendlich in jedem Supermarkt liegen. Das ist halt Glück. Ich möchte nochmal gern bei meinen Zuschauern, guckt euch das Schwein an, wo das Schwein ist. Und jetzt gehe ich hier so runter und jetzt guckt mal der weiße Punkt. Zieht euch das rein, da sieht man einen weißen Punkt. Und jetzt gehe ich beim Schwein runter, da ist der weiße Punkt, mein Zombiometer. Nur nochmal zum Zeigen, dass das funktioniert, komischerweise. Und das ist kein Hack, das ist einfach Standard bei mir. Weiß der Deibel warum. Das ist jetzt M14 Aim, ne? Ja, genau. Und ist er laut? Sind hier nur eine M14 EP1? Es ist die M14 Aim. Ein Kampfgewehr. Lebst du da DMR rein? Korrekt. Muss es das sein? Reichweite 500 Meter. Jawohl. Feuerrate hoch. Jawohl. Rückschlag moderate. Jawohl. Lautstärke high. Ah, nicht gut. Jetzt gucke ich nochmal bei mir, was hatte ich denn? M16A3, glaube ich. Ja. CCO. Reichweite 300 Meter, Feuerrate hoch, Rückschlag niedrig, moderate und neues moderate. Moderate. Ja, das ist ja cool. Das ist meine leiser als deine gerade. Da macht er dich schon wieder neidisch, wa? Aber ja. ich habe noch Schalldämpfermunition dafür. Ich weiß nur nicht, wie ich die reinlade eigentlich. Ich brauche nämlich dieses 30 Round Stanag. Ja. Und da habe ich im Rucksack, da muss ich das vielleicht mal abändern. Warte mal. Kann man so ein Zelt wieder abbauen und irgendwo anders hin mitnehmen? Nee, wenn es steht, steht es, ne? Soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Dann gehe ich jetzt aber nochmal gucken. So, ein Schall gedämpft ist. Mal gucken, wenn ich jetzt nachlade. Wie ändere ich denn die Munitionssorte? Vielleicht auch mit Bild auf und ab? So auch? Ja, ich sag, wie man auch die... Ja, was? Ich nehme nicht mehr auf jetzt, weil ich will nicht immer wieder von der Store zu Ewigkeit, bis mein Rucksack fordert. Nur, dass sie bei dir wissen, dass ich nur noch bei dir zu sehen bin. Ja. Oder zu hören bin. Ja. Oh, da ist einer. Ah, siehst du? Mit F kann ich zwischen Semi und vollautomatisch ändern. Ich nicht. Ich habe ja auch nur Einzelschuss. So, jetzt ist die Frage, was ist der Plan? Ja, eigentlich gucken wir, ob Mavs Leiche noch da ist oder nicht. Ja, das wäre cool. In Solnitschi. Aber du konntest noch nicht sagen, wo die ganz genau liegt, ne? Ja, doch. Und überlegen, wo wir das Zelt aufbauen. Das war bei Quarry. Die Felsen. Bei Quarry? Unter Solnitschi steht da Quarry. Ach so, ja. Da sind so Felsen eingezeichnet. Ja. Da so ziemlich am Wald, links. Oh, das ist natürlich schwer zu finden, du. Aber wir können es versuchen. Koordinaten ganz genau hast du keine, weil du kein GPS dabei hattest, als du starbst, ne? Ja, doch, die Karte macht das doch hier. 132, 93. Ja, aber das ist leider nicht übereinstimmt mit der Karte im Spiel. Ach so, ja, dann... Das finde ich nämlich auch total kacke. Aber kannst du deine Map nicht auch aufrufen? Klar, habe ich doch gerade aufgerufen. Dann kannst du doch gucken, wo es ist. Ja, ich lege gerade einen Punkt dahin. Ich meine auf der Steam-Map dann, weißt du, dann kann man das so vergleichen. Ich leg da gerade einen Punkt hin. Auf meiner Karte heißt es Steinbruch. Auch cool. So. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Und das ist... warum zeigt mir das mein Navi nicht an? Warum zeigt mir mein Navi nicht an, in welche Richtung ich gehen muss? Was soll denn der Scheiß?
Ah, jetzt habe ich da Mavin geschrieben. Auch cool. Das ist ja richtig geil. Ich habe einen Punkt da hingesetzt. Der Mav heißt. Hast du meinen Namen gegeben. Ja, das ist doch toll. Das ist total toll, wenn andere eine Karte haben. Aber es wird nicht mehr angezeigt im Spiel, wie viele Meter das entfernt ist. Wie alle anderen, die eine Map haben, können dann meinen Namen da sehen? Ja. Ja, schreib mal komplett aus. Schreib mal MavinX84 an und YouTube. Mach ich. Mav... Oh. Ja, nee, dann rennen die doch alle hin und weiden die aus. Das ist doch scheiße. 84... Ey, irgendwas stimmt hier gerade nicht mit der Tastatur. Ich muss alles zweimal tippen. Und wieder von vorne, das geht einem so auf den Senkel, ne? LP schreibe ich dahinter, ne? Ach, mach mal irgendwas. Du packst das. LP. Ich vertraue dir da. So. Aber ich verstehe nicht, warum mein Punkt, den ich da echt hingesetzt habe, warum der nicht mehr funktioniert. Aber ist egal, soll nicht schief. Übrigens, ja? Moment mal. Ja? Ich kann mit dem Mausrad jetzt Reload drücken und dann wechselt er auf die andere Munition. Jetzt habe ich Schall gedämpft. Ist ja krass. Nehme ich lieber mal die, auch wenn ich davon nur ein Magazin habe, aber egal. Sicher ist sicher. Wer so. Weiß, wie lange man lebt und dann, wenn ich jetzt sterbe, hätte ich ja auch nichts von der Shell genämpft gehabt. So, wenn ich jetzt richtig... scheiße, falsche Karte. Wenn ich jetzt richtig cool... Ah, wieder falsch. Okay, okay, okay. So, wir müssen jetzt erstmal... Wir sind ja irgendwo hier vorne. Toll, auf der Karte wird auch nicht angezeigt, wo ich bin. Das ist doch ein Scheiß. Ja, das wird nur auf manchen Servern... gezeigt. Oh, die wollen echt nicht, dass man sich hier halbwegs zurechtfindet. Naja, ist ja auch egal. Aber ich weiß ja, in welche Richtung wir müssen. Nämlich in die hier. Wollen wir? Wenn ihr das seht, wie ich gestorben bin, Jungs und Mädels, ey, das war so kacke. Dämlich von mir. Ich meine, woher soll ich denn wissen, dass man da runterrutscht und dann stirbt? Ja, weiß man ja nicht. So. Also los, dann in die Richtung. Ich habe mit dem Ponne eigentlich. Ja, genau. Ich bin gerade auf euren Server gekommen und ein Sniper ist auf mich zugekommen mit Tarnanzug und ein anderer Kerl, der mich gerade entdeckt. Bin ich wieder rausgegangen. Schisser. Ich gehe kurz auf einen anderen Server. Ja, ich wäre gestorben. Die haben mich gerade entdeckt. Nigger verliert die Verbindung. Alter, das ist ja so rassistisch. Ja, das ist wirklich... Das darf man nicht, das geht nicht. Nee, das geht überhaupt nicht klar. Wer, ich? Nigger, 100% Nigger. Haben sie geschrieben, oder? Nee, ja. Genau, haben sie geschrieben, weil du gegangen bist. Ach so. Oh. Nee, ich gehe mal auf einen anderen Server und dann sag ich mir, wer seid, und dann laufe ich da hin. Solnitschi. Solnitschi, so weit oben. Ja, da wollen wir jetzt hin, weil wir da den Mav dann hoffentlich wieder antreffen. Hoffentlich liegt er noch. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man zweimal stirbt, ob dann die alte Leiche da noch liegt, aber eigentlich müsste sie. Meine Leiche war verschwunden, nachdem ich zweimal gestorben war. Ja, dann müssten doch eigentlich überall Leichen rumfliegen. Naja, also ich bin auch mal hier, wo wir gerade sind, hier weit oben gestorben. Ja. Und habe mir so ein bisschen Zeit gelassen, da wieder hinzukommen. Also habe erstmal eine neue Waffe gesucht und bin dann wieder hin. Und dann lagst du dann noch, aber während ich sie geplündert habe, ist sie plötzlich verschwunden. Ja gut, aber du bist nur einmal gestorben. Ja. Ja, aber ich bin ja inzwischen schon... Was ich damit sagen wollte, dass sie so oder so da wahrscheinlich nicht lange liegt. Warte kurz. Ja. 118... 92... Zwischen 118 und 117. Hier sind wir gerade. Ich will nur mal gucken. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter links. Wie lange braucht ihr denn dahin zu kommen? Ich würde Pi mal Daumen tippen, 5 Minuten. Ja, da muss ich mich ja ein bisschen Zeug legen jetzt. Ich bin hier sonst wo am Arsch der Welt, irgendwo ein Kommarauf oder wo der da heißt. Ja, dann töten und weiter. Neu spawnen. Meinst du? Ja klar, bis du bei Ottmill oder sowas rauskommst. Auf Kommando, da ist er tot.
Das hier, der Josa, den ich getötet habe, der ist auch unzufrieden, ne? Mit seinen Spawns. Oh, das Spiel ist so böse. Und es hat sich einfach irgendwie durchgesetzt, dass man wirklich nicht mehr fragt, oder? Man tötet nur noch. Ja. Ja, weil sonst ja die Gefahr besteht, dass man selber stirbt. Das ist nun mal so. Ja, und weil man... Ich finde, man sollte diesen Chat irgendwie aktivieren. Das funktioniert doch irgendwie nicht, oder nicht? Diesen, nee, das funktioniert nicht. Ja, beides nicht. Sprache, warte mal. Textchat auch nicht? Warte, wir testen mal Textchat. Das ist direkte Kommunikation. Siehst du was? Nee. Warte mal, ich mach mal hier. Sieht man das? Nee. Dann haben wir noch Fahrzeugkanal. Ich kann es trotzdem mal probieren. Ich habe auch gerade was geschrieben, aber kam nie an. Nee, ne? Das ist doch albern. Wie soll man sich denn dann irgendwie... Ja, das ist total hohl, weil das müssten sie wirklich aktivieren auf jedem Server, dass du wenigstens schreiben kannst. Wenn so, du... So kann man sich ja jetzt gar nicht verständigen mit einem, mit dem man nicht im TS ist. Richtig. Und dann passieren solche Sachen. Weil wenn du dann vielleicht im Vorfeld mal abklärst, ob das ein Netter ist oder nicht. Okay, wenn er nicht nett ist, wird das nicht zugeben. Ja gut, aber es ist ja klar, weil so kann man ja auch lügen. Aber wenn du mal auf dem Bild stehst, man kann ja miteinander sprechen, das sollte zumindest eingebunden werden. Aber es würde noch ganz, ganz andere Interaktionen geben. So zum Beispiel, dass du einen Verräter in der Gruppe hast, der dann die ganze Gruppe irgendwie mal tötet oder so. Weißt du? Du nimmst irgendeinen auf in deine Gruppe und dann rennst du mit 4 Leuten durch den Wald, der fällt zurück und schießt dann alle von hinten nieder. Aus Versehen, du musstest mich ja nicht gleich töten. Aber das kann dir doch so auch passieren. So, warte mal, wir kommen jetzt auf die Straße von Olowetz, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, das müsste die Straße Olowetz sein, die müssen wir eh kreuzen. Da müssen wir rüber in den anderen Wald. Nur nicht kann wieder da unten sein. Ach. Elch. Hier waren wir schon mal irgendwann. Ja. Ja gut, die waren bestimmt sauer, den sein Nachtsichtgerät geklaut hab. Das Nachtsichtgerät? Ja, hab ich gehabt. So. Oh. Das ist eins der wenigen Sachen, die mir jetzt noch fehlt. Ja, die auch noch keiner. Vom Felsen fallen. Das hätte ich auch gern. Weißt du, vom Felsen. Will denn vom Felsen? Aber kannst du dann das Nachtsichtgerät die ganze Zeit dir auf den Kopf packen? Und dann ganz normal rumlaufen und alles wie an Tage sehen, halt nur in grün? Ja, weiß ich nicht. Nee, oder ich glaube nicht den kompletten Bildschirm, sondern nur als wenn du durch ein Visier guckst quasi. Aber du kannst trotzdem die Waffe anlegen, ja? Ja, würde ich behaupten. Also du hältst es nicht wie ein Fernglas, das meine ich. Ich hoffe doch. Wäre auch unlogisch. Ein Nachtsichtgerät hat man ja richtig auf. Ja, ja. Eine Brille quasi. Wie Sam Fisher. Genau. Und Splinter Cell, wa? Richtig. Wa? Hör ja. Mal. Ja? Hör ja. Mal. Mhm. Hör mal, ich glaube, ja. Allzu weit sind wir gar nicht mehr entfernt. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Also wenn die Leiche nur liegen, du wärst echt albern, weil ich hab mich schon inzwischen 10-mal hier... Warte mal, 79, 79, 126. Ich guck's mir auf der Karte mal genau an. 79, 79, 100. Was habe ich gerade gesagt? 121? Also ich fände es nur fair, wenn die da quasi eine Stunde liegt oder so. Weil derjenige, der wen erschossen hat, will ja auch immer dann den noch plündern. Und das muss ja nicht direkt sofort sein. Wenn dann die Leiche verschwindet, wäre ja blöd. Ja, wir rennen gerade direkt auf Olowetz zu, wenn ich das richtig sehe. Auch nicht gut. Gucken gerade direkt südlich, ne? Ja, so gucken wir südlich, ja. Warte mal, da ist eine riesen Factory. Das ist Olowetz, ne? Bei der Factory, ja. Okay. Obwohl, ne, was ist denn das? Die Factory? Ja, was ist denn das da? Warte mal. Das ist eine andere Factory, ne? Ja, warte mal, das ist... Was ist denn das? Das ist die Factory über soll nicht hier. Genau. Über soll nicht hier? Ja, das ist doch direkt eine Factory drüber. Ja, die große Factory, oder was? Ja, die direkt an der Küste.
Die ist das. Würde ich sagen. Die wir da sehen. Weil das Gebäude sieht so anders aus. Weil da ist doch auch direkt mehr hinter. Ja, aber das Gebäude sieht trotzdem ganz komisch aus. Wieso? Ja, so mit diesen Runden und so, das sehe ich auf der Karte nicht. Aber ist ja auch egal. Okay, dann sind wir ja schon gut unterwegs, oder nicht? Dann können wir doch hier eigentlich so dran vorbei. Ja, genau. Komplett südlich dran vorbei. Hat ihr schon mal in eine Feuerstation reingegangen und habt nichts gefunden? Ja. Ja. Oh. War meist schon kurz vorher einer da. Mhm. Oder Dosen haben sie noch da gelassen. Leere Dosen. Ja, das bringt nichts, ey. Ich komme nicht näher ran. Laufen. Hier nur eine halbe Stunde rumspawnen, habe ich keine Lust zu. Oh, ich find's wieder gefährlich, wieder in die Richtung hier zu laufen. Ich würde gerne... Dann lauf doch aus dem Wald raus. Ne, wir also, laufen im Wald. Also ist schon alles okay. Nicht. Ich meine nur, im Wald raus, dann in die Felsen rein, aber nicht runterfallen. Also man sieht das gut, dass es da dort eine Klippe gibt oder was, wo du gestorben bist. Ja, das ist sehr bergig, ja. Klippenbergig, ja. Ich guck mal gerade, 84, 84, 127. Oh, was geht denn da ab? 84, 84, 127. Ja, jetzt sind wir genau da. Okay, alles klar. Ich wollte es nur noch mal sehen auf dem... Hier sind Scheunen direkt, ne? Ja, habe ich gesehen. Ah, dürfte sich eh nicht für uns lohnen. Nee, ich glaube, wir sind auch gerade gut ausgestattet, oder? Ein Sniper. Ja. Beziehungsweise mein Sniper hat aber nur ein Rotpunktvisier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Es ist ja auch kein Sniper, was du hast. Ja, aber mit der DMR-Munition, die ja echt reinhaut. Ja. Ja, die Munition ist ziemlich variabel, also es gibt bestimmte Waffen, da passen mehr Sorten rein. Finde ich richtig cool, aber man muss es wissen. Es gibt ja noch so eine Waffe, die du anstatt der Pistole hast. PDW nennt die sich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Da passt eine ganze Menge rein. PDW kenne ich gar nicht. Also habe ich noch nicht gesehen. Aber gibt's halt auch Pistolen, die ordentlich Magazine, also egal ob 1911er Munition oder Makarov. Oder wie meinst du das? Nee, da passt dann ja an, also verschiedene Munitionssorten passen da rein. Es meint er doch. Ja, aber nicht die Makarov und nicht die M1911. Ach so. Das ist ja mehr eine Maschinenpistole. Ah, okay. Aber dann kann man da AKM oder irgendwas reinstecken. Ja, die auch nicht, aber... die sind halt variabler, da passt nicht nur eine Magazinsorte rein. Komplett. Ist ja mit deiner genauso, da wird ja auch... Es gibt ja auch M14 Munition, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, oder bei der Enfield, da gibt es noch so eine CZ Munition, die geht auch dafür. Aber diese CZ-550 oder so, das ist wieder eine Sniper. Ja, aber die Munition geht auch für die Enfield. Und ich glaube, die Enfield ist ja auch, gibt's ja auch als Sniper, ne? Ach. Alles kompliziert. Okay, warte mal, hier unten kommt eine Straße. Jetzt will ich mal kurz gucken. Das ist die Straße, die nach Solnitschi geht, ne? Wir müssen über die Straße rüber und dann am Berggelände links, ne? Ja, das muss doch jetzt schon die Straße sein, die... Ja, die Meth meint. Links soll nicht hier, also... Da, wo der See ist, oder was? Müssen wir direkt nur über die Straße und links halten. Apropos See, gut, dass du es sagst. Ich muss mal ganz schnell was trinken. Ist hier ein See? Nö, ich trinke aber eine Coke. Doch, hier muss aber was sein. Hier links runter irgendwie. Da muss ein See sein in Nähe, ja. Oh. Ich hab nur eine leere Waterbuddel. Ach, da, Mensch, da ist einer. Oh, das ist aber heikel, du. Quatsch, ich bin jetzt auch erstmal schnell. Okay, soll ich dir Deckung geben und du holst Wasser und du gibst mir Deckung und ich hol Wasser? Oder wie? Können wir so machen.
Okay, dann bleibe ich hier hinter dem Busch. Ich muss nur ganz kurz zur Ruhe kommen. Ja, ich gucke auch jetzt nochmal kurz. Ich muss mal auf die Zeit gucken. Ich habe nämlich nur noch 18 Minuten Zeit. Dann muss ich erstmal weg. Aber in 18 Minuten ist auch genau die Stunde wieder rum. Habe ich das wieder geschickt eingefädelt. Wo musst du denn hin? Ich habe heute noch eine Verabredung. Mit? Mit, das wäre zu privat, das erzähle ich jetzt nicht. Aha. Gib zu mit meiner Mama! Ja, ist wieder deine Mutter. Du dreckige Psychopathensau! Scheiße, Alunke, wenn... Ich kann hier ganz, ganz schlecht mit dieser Knarre hier Deckung geben, weil ich gar nicht so weit zoomen kann. Das ist echt scheiße. Ich sehe dich ja kaum. Aber zurzeit ist alles Titte. Okay. Wir wechseln uns ab. Ja, es reicht ja, wenn man vorwarnen kann, wenigstens, wenn wer kommt. Du dreckige Psychopathensau. Boah, ich muss mir auch mal so eine Bar basteln im Teamspeak. Mit dummen Sprüchen. Geht das? Bei Teamspeak? Ja, das hat er bei Teamspeak. Das ist ein Teamspeak-Plugin. Aha. Der Lunke, und ne? Und drückst du dann so Tastenkombinationen, also so genau. Kurztasten? Ja. Ach Mensch, Mev. Ich hab vorhin ja gar nicht weiter erzählt, was der Halunke gebastelt hat, aber das kann der Halunke selber mal erzählen. Halunke erzählt. Ja, also eigentlich wollte ich davon ja noch gar nicht erzählen. Achso, nee, dann erzählen wir es nicht. Weil, jetzt erzähle ich es. Ja. Weil es ist ja noch nicht ganz fertig. Also es, bedarf noch 20 Minuten Arbeit, schätzungsweise. Ich hatte ja schon eine Echse umgebaut, sodass dass man Deutsch einstellen kann. In ja. Steam. Na, die hat sie ja auch schon benutzt, ne? Ja, die habe ich kurz ausprobiert, ja. Genau. Und ich habe da jetzt ein Programm draus gemacht, was die Echse direkt für einen umpatcht. Also könnte ich auch mit dem aktuellen Beta-Patch einfach umpatchen, genau, dann habe also ich die aktuelle. Das voraussichtlich mit jeder Beta-Version machen. Man das muss es halt immer nur wiederholen, Sache. Immer nur wiederholen, wenn man einen neuen Beta-Patch installiert. Ja, klar. Aber das ist ja viel besser, als dass man da irgendwie was austauschen muss. Was austauschen muss. Ja. So, ich bin schon drüben auf der anderen Seite. Ich sehe dich gerade. Da war doch ein Zombie. Wo ist denn der hin? Hat der sich wieder aufgelöst? Ja, hier rechts ist einer. Ein selbstauflösender Zombie. Das hatte ich auch heute Mittag. Sache. Und zurück bleibt nur Lavendelduft. Nee, aber der Halunke ist ein guter, ne? Wenn er uns das alles wieder bastelt hier. Ja, natürlich. Und dann geht das natürlich wieder online und dann können sich wieder 1000 Leute bedanken und wir werden mal zum Spendenaufruf auffordern. Genau. Das machen wir mal. Dann möchte ich aber auch, ich mache dann einen Tastendruck, dann bekomme ich auch die Hälfte davon ab, okay? Ja, ist ja Quatsch. Wie ist der Quatsch? Das ist ja Quatsch. Dann dürfen wir alle Leute, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte, aber beim GameKey-Blog einfach mal draufdrücken. Einfach mal so auf die Werbung drücken. Okay, wir sind hier bei den Klippen. Da musst du gucken. Und du liegst unten drinne oder was? Ich? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es aussieht. Ich bin da runtergefallen, ziemlich weit tief in den Abgrund. Du bist da runtergefallen, die stellen hier extra Schilder für dich auf. Da steht drauf, Pozorlom, Zaka, Pistubu. Und du achtest nicht drauf. Ach Mann, da. Ja, wie konnte ich die Schilder denn übersehen? Scheiße, Mann. Wo soll denn hier eine Leiche sein, verdammt? Wo bist du jetzt? Bist du auch runtergefallen? Oder? Ich bin runtergefallen. Ich habe einen Reifen verloren. Ja, ohne Scheiß? Nee, Quatsch. Ich habe doch das Schild gelesen, Mensch, du Dödel. Ja. Kehr. Ich bin unten im Steinbruch drinne. Ja. Achso, du bist runter. Ja, ich bin runtergelaufen. Ich guck jetzt, ob ich hier eine Leiche vom Mann. Wenn ich da nicht immer liege, dann... Ich hab grad so einen Blinkefehler. Ist das der, den du meintest, um den Cache dann zu löschen? Ja, könnte helfen. Ja, mal. Oh, ich höre Fliegen. Mal leise sein. Ich höre Fliegen, aber keine Leiche. Keine Leiche hier. Ja, dann muss ich mich wieder organisieren, damit ich dann morgen wieder sterben darf. Außer ich sehe sie vielleicht nicht, da sollte mal der Halunke mitgucken vielleicht. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Gerade oben. Vielleicht liegt die Leiche auch eine Etage höher und ich kann sie nicht sehen. Eine Etage höher? Ja. Also nicht hier oben am Berg. Ich habe einen Bug, ich häng im Stein fest. Oh, ich bin runtergekommen.
Da hat mir auch einer meiner Abonnenten geschrieben. Der C4 Kuchen. Ne, man muss ja auch mal seine Abonnenten benennen, wenn die einem schon schreiben, dass sie so aktiv dabei sind. Der hat gesagt, der war in einem Waldstück und steckte mit vollem Equipment dort fest und kam nicht mehr raus. Das war auch total ärgerlich, sowas. Also sowas ist auch total für den Arsch. Deswegen, ich freue mich ja auch schon tierisch auf Arma 3, wo ja DayZ integriert sein soll. Und dann auch mit besserer Grafik, ne? Mit besserer Grafik und allem drum und dran. Oh ja, du. Da hinten rennt ein scheiß Zombie direkt auf mich zu. Siehst du den, Halunke? Oh ja, ich... Boah. Kannst du dir den mal cachen? Bin hier auch fast runtergefallen. Dann mache ich jetzt einmal kurz Werbung. Mein Onkel, der heißt ja... Ja, du hast so einen Silencer. Oh, er kommt auf dich zu! Ja. Da kommt noch einer! Oh, das habe ich gehört. Ich habe ja auch gerade diese Grafikbugs. Okay, lass uns... Oh, ich häng schon wieder fest. Lass uns verschwinden, bitte. Das war sehr, sehr laut. Also die Pistole ist zu laut. Eine Makarov ist tausendmal leiser, ey. Also Leiche war nix. Nee, Leiche war nichts, nur Fliegen. Guck das auch nochmal nach. Ja, aber ich dachte, bevor ich jetzt an denen meine Schalldämpfer-Munition verschieße. Ja, deswegen dachte ich ja, dass du schießen solltest. Ja, aber... Ging doch auch so gut. Oh, schnell hinter den Zaun wieder. Safety first. Wo bin ich denn hier oben? Manchmal hört man hier so ein Geräusch, das hört sich an wie so ein Pferd, ne? Ja, so ein Galopp und so. Kommt das aus meinem Mikro vielleicht? Nee, das ist im Spiel. Ja. Und auch im Spiel sind ja auch diese komischen Geräusche mal, dass es so oder irgendwas macht. Und da hat der Shorky mich ja angeschrieben und er meinte, es gibt so Fehler mit Soundkarten, die würden solche Fehler, also solche Sounds machen. Speziell bei einem Spiel oder was? Nee. Bei allgemein, bei PCs und bei Spielen. Aber dass das in dem Spiel integriert ist, das wusste er zu dem Zeitpunkt nicht. Habe ich aber aufgeklärt. Ja, das ist, Das sind einfach so Sounds, die passen natürlich nicht, wenn du mitten im Wald rumrennst und du hörst auf einmal so, ja, wie zwei Metallrohre, so quietschend, so. Keine Ahnung. So. Was geil. Ja, das zweite war eher ein Velociraptor. Aber davon kriege ich immer Sodbrennen, wenn ich das mache. Ein Velociraptor? Ja, Velociraptor. Würde ich auch immer. Ich kriege auch meist, wenn ich jemanden sehe auf der Straße, dann ist es ein Velociraptor, dann kriege ich immer Sodbrennen. Ja. Ich warte mal einen Moment auf mich. Ja, ich warte. Wäre das hier oben nicht eine schöne Position, um ein Zelt zu verstecken? Was sind denn das denn für Sounds? Entschuldigung, ich mach mein Mikro aus, weil hier irgendwie mein Nachbar bohrt hier durch die Gegend. Warum macht denn der sowas? Ich weiß es nicht. Ich frag ihn gleich mal und lasch ihn zusammen. Komisch. Also ist er weg. Ich glaube, das ist keine gute Position fürs Zelt. Nee, ne? Zu offensichtlich oder was? Na, zu küstennah. Aber was ist denn schon eine gute Position? Hier spawnen noch die Leute, das heißt, hier kommen viele lang. Ja. Ja, ich würde das mehr ins Landesinnere stellen. Aber ich glaube, es gibt keine gute Position für den Seid Zelt. Leise, hier ist irgendeiner. Oder bist du hier irgendwo links neben mir? Ich bin hinter dir. Alter, hab nicht gesehen, wie du von unten gekommen bist. Alter, ich habe gerade so Panik geschoben. Fuck. Okay, dann lass mal Tacke machen. Wir haben jetzt 10 Minuten, habe ich noch. Dann werde ich für heute Schluss machen. So leid mir das auch tut. Ja, da schaffen wir ja nichts mehr. Nee. Also von hier aus, außer... Ja, Three Willys. Solnici sollte man nicht runtergehen. Dolina, wir könnten uns in Dolina ein Auto klauen. Ja, die fahren ja nicht direkt, oder? Ja, ich weiß. Ja, sonst könnten wir echt noch überlegen, ob wir irgendwo das Zelt aufbauen. Also ich fände schon die Gegend hier ganz gut letztendlich, so zwischen Berizino und... Solnici? Und Elektro letztendlich gesehen. Ach so, irgendwo okay. So in der Schneise, sag ich mal, ne? Ja. Weil da halten wir uns oft auf und ich finde halt die Berizino-Ecke auch immer gut, um halt Blutkonserven zu holen und solche Geschichten. Okay, warte mal. Bin immer zu weit ab vom Sp... Also zwischen Solnici und Berizino saß er. Mhm. Ja, vielleicht der Berg oben links von Dolina? Ich bin jetzt gerade neben Dubina. Noch ein Stück höher. Dubina? Dubina, ja, das ist noch ein Stück höher da.
Bin ich nicht. Dubina. Du, ist Polana. Und da rechts daneben der Berg. Ach so, ein Berg. Ich habe nach einer Stadt gesucht. Ja, würde auch gehen, ja. Na, und wenn du jetzt mal mit deinem Mauszeiger... Allerdings, vielleicht ein Stückchen südlicher ist vielleicht nicht schlecht, weil man will ja ans Zelt, um sich erstmal wieder ausstatten zu können vielleicht. Ja, auch, ne? Okay. Wenn man halt erst gespawnt ist. Okay, dann sag nochmal. Oder, wo du ganz genau willst. Ich probiere jetzt nochmal das Zelt aus. Ich dachte, wir entscheiden uns vielleicht so ein bisschen zusammen. Ja, wo ist denn so eine Todeszone, wo man nicht langkommt? Sagen wir mal. Eigentlich würde ich sagen, so... Was ist denn dir, Stat, das zwischen gefallen? Dolina, MSTA und Solnichni, oder? MSTA... Außerdem ist das gerade ziemlich blöd, weil wir können nicht in dem YouTube-Video zeigen, auf welchem Server, wo wir unser Zelt aufbauen. Nee, das stimmt. Das können wir nicht machen. Das ist richtig. Ja doch, für mich ist es ganz gut. Wäre nett. Das ist richtig. Deswegen überlege ich ja auch schon die ganze Zeit, ob ich da einfach Musik einblende und alles, was wir jetzt gerade beredet haben, einfach schön überlege. Mhm. Warte mal. Musste dir das denn jetzt einfallen, Mann? Oh, es wurde geklingelt. Das heißt, ich glaube, bin jetzt leider erstmal raus. Deswegen tut mir leid, dass es keine volle Stunde geworden ist, aber ich muss jetzt leider los. Okay, dann logge ich mich auch erstmal hier auf. Deswegen sage ich, haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.